Xalians Ebene, Level 41. Damit geht's weiter in Jaina's Return. Willkommen an diesem nebeligen Novembertag am 24. November. Der ist heute. Ein Monat noch bis Heiligabend. Gottes Willen. Kinders, was die Zeit vergeht. Das Spiel könnte mir jetzt mal ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen und mich relativ unbeschadet aus dieser Session entlassen. Aber da glaube ich nicht so wirklich dran. Jetzt kommen nämlich richtige Hardcore-Levels. Ah, fast. Jetzt kommen die absoluten Hammer-Levels. Den ersten haben wir schon mal richtig schön grazil, will ich mal sagen, hinter uns gelassen. Schön, 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 schön. Ab in 42. Zack. 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 Ja, vielleicht kriege ich ein Leben. Zack. 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 Krieg sogar zwei Leben. Drei. Nein. Der blöde Stachel hat mich irritiert. Ich bring dich um. Ich kann aber nicht. Mach mich hier nicht dort. Sonst ich dich mach nachher dort. Schön. Ah, jetzt haben wir nächstes Mal 5 Leben auf der Uhr. Ach, Jaina. 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 Mach so weiter, ich nenne dich noch Schakeline, das sage ich dir. Schakeline, mach mal hier, wie ich das hier haben will. Du, der Doreen, Doreen. Auch so ein schöner Name. Ui. Na, das war mir klar. Ja, warum nicht noch 50.000? Ist unfair. Ah, da unten ist ein Bonus, sehe ich gerade. Mir ist aufgefallen, dass man die in den Videos, in den fertigen, bei mir nicht so richtig sehen kann, diese Linien. Manchmal ein bisschen den Rand wegschneide von dem Programm. Das heißt, manchmal kann es sein, dass ich einen Zentimeter zu weit unten abschneide. Und dann sieht man diese Linien nicht mehr, weil die wirklich ganz unten sich befinden. Aber ich sage dann immer rechtzeitig Bescheid, wenn eine Linie auftaucht. Nein! Nein! Angst! Weg! Raus! Tschüss! Okay. Stage 43. Muss ich immer an einen Schulfreund von damals denken. Der war immer noch in der Grundschule. Dem habe ich mal ein Gameboy-Spiel ausgeliehen. Am selben Nachmittag ruft er mich an, weil er in einem der Levels Probleme hat. Da sagt er, ich komme bei Stange 4 nicht weiter. Ich dachte, was will er denn? Stange 4, Stange 4, da hat er Stage gemeint. Ja, da hatten wir noch kein Englisch. Stange 4. Also bis heute noch, wenn ich Stage lese, muss ich immer das daran denken. Stange 4. Ganz lustig. Komm bei Stange 4 nicht weiter. Ja. Warum sind so viele Rubine und ich komme nicht hin?
Ach, drauf geschießen. Stehen wir drüber. So, dann gehen wir mal den sicheren Weg hier oben. Ah, das ist eh nur Rubine. Hier kann keine Dream Bubble sein. Alter! Yes, Sir! Achtung, Mücke. Ah, die machen mich langsam kirre hier, die Viecher. Ich denke immer, hier geht der Boden weg. Das ist komischen Brücken hier. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, sonst sind wir aber gesund, ne? Freundchen? Oder geht das? Naja, oder so. Da kann ich da drüber? Kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Levels, Leute. So, hier warte ich auch mal lieber. So. Aua. Ach, jetzt wieder sowas. An den Rand springen, das kommt ja in diesem Spiel 1000 Millionen Mal vor. Irgendwann hat man sogar ein bisschen Übung drin. Aber das hat sich das Spiel wieder vom Original Gianna Sisters abgeguckt. Da gibt es ja auch viele perverse Stellen, wo man direkt an den Rand springen muss und Feuer ist und was weiß ich. Derweil habe ich ein Leben verloren. Juhu. Was war... Dieser blöde... Blöde Depp da oben hat mich irritiert. Ey Mann, hat so gut angefangen jetzt. Bloß nicht nachlassen. Bloß nicht schwächeln. Das wäre nicht gut. Ah, schon wieder. Die nerven mich da oben. Komm, die nehmen wir mal zur Hilfe. Schönes Ding. Und machen wir doch mal so. Besser so. Falle. Und hepp! Da gehen wir über die ganze Szene mal drüber. Bis zum Checkpoint. So, da unten ist keine Linie. Aua! Aber da unten ist eine. So, dann mache ich hier erstmal weg, sonst stoße ich hier einen Kopf an nachher. Und rein da. Gut. Solche Stellen, Freunde. Ich hasse sie. So, dann nehmen wir mal wieder die Mücke. Und Jump! Diese Mücke da oben, die geht mir ziemlich gegen den Strich. Egal. Letztendlich hat sie mir sogar noch geholfen, ins Ziel zu kommen. Sei es drum. Level 45. Und die Musik wechselt. Oh, Reggae Sound. It's. Oh, ich kann ja mal wieder schießen, ey. Erstmal seit 10 Jahren. Mal sehen, wie lang. Tot! Freunde, ich liebe sie. Ich liebe diese Stellen. Was geht ab? Achtung, Spitzen! Das Level ist pervers, hey. Nicht zu wenig.
Den treffe ich natürlich nicht. Dann warte ich mal lieber, bis er da war, wo er jetzt ist. Denn wenn ich jetzt springe, komme ich genau drauf, garantiert. Ja, siehste. 2 und los. Oh, einen habe ich doch abgeschossen. Cool. Oh, ein Brutalo-Level. Umso mehr wundert es mich, dass ich das hier in einem Aufwasch geschafft habe. So, zack, nächstes, solange es so gut läuft. Uah, weg mit dir. Tot. Ah, das war schlecht. Ach, so schön im Spiel schießen zu können. Ich sag's noch. Wenn man mal schießen kann, das dauert nicht lange und man ist tot. Perverser Mist. So einen kleinen popeligen Abgrund, wie kann man denn da reinstürzen? Alter. Da unten ist wieder eine Bonus-Strichellinie. Sehr gut. Na dann. Oh Mann! Gut. Moin moin. Achtung. Gefahr. Gott! Kurz vorm Schluss. So. 47. Reggae Man. Leben! Achtung! Riskieren wir's? Na gut. Hui! Mm-hmm.